Hallo, ich bin der Ralf Brändle aus Jettingen, südlich von Stuttgart. Ich spiele Akkordeon, hier mein Instrument. Bin Musiker und Musiklehrer. Ja, ich bin so mit 7 Jahren ans Akkordeon gekommen, so in den typischen Vereinen, wie es hier in Süddeutschland eben gibt, im Akkordeonverein Einzelunterricht gehabt und dann später im Orchester gespielt, in einem kleinen Ensemble und habe so mit 14 Jahren eigentlich meine ersten richtigen Konzerte gespielt. So rückblickend muss ich sagen, habe angefangen, ja, zu spüren, was es heißt, mit dem Instrument zu spielen, mit der Musik zu machen. Also nicht einfach nur in Unterricht gehen und seine Hausaufgaben machen, mehr oder weniger. Ja, man übt seine Stücke und spielt und irgendwann. Und dann ein Musiklehrer, damals so mit 13, 14, der André Baumgart. Und der hat mich, bei dem habe ich das erste Mal gespürt, was es heißt, eigentlich überhaupt Musik zu machen. Nach der Schule erstmal Zimmermann gelernt, einen richtigen Handwerksberuf, habe es auch sehr gerne als Zimmermann gearbeitet, war noch ein Jahr Geselle und habe erst danach eigentlich den Weg zum Musikstudium gefunden. War im Jahr 2000, habe ich dann hier in Drossingen am Hohner Konservatorium begonnen, Musik zu studieren und bin eigentlich dort so richtig mit dem Instrument dann in Kontakt gekommen. Habe Musik gehört, wo ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt oder wie es gespielt wird und hatte dann auch wieder während dem Studium, so wie im Vorfeld, eigentlich immer in der richtigen Zeit den richtigen Lehrer, Mentor gehabt. Nach meinem Abschluss dann noch Solistenklasse weitergemacht bei Herrn Andreas Nebel. Dezember 2006 wurde ich von Herrn Andreas Nebel gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in das Quintett Art of Akkordeon mit einzusteigen. Das gab es jetzt schon etwas. Habe mich dann eigentlich nach kurzer Überlegung mich entschieden. Im Januar hatte man die ersten Proben, Januar 2007, Februar das erste Konzert. Also es war unglaublich, wie ich da, was für neue Horizonte ich mit dem Quintett und also wir Spieler einfach erlebt haben. Wir haben dann im Mai in Innsbruck bei einem Wettbewerb gespielt und gewonnen und dann im August haben wir dann den Coupe Mondial in Washington auch gewonnen in der Kategorie Kammermusik. Eigentlich dreht sich es um die Musik, ja, um das Hören, um die Klänge und als Akkordeonspieler habe ich das Akkordeon als Mittel. Ich spiele auch Klavier, ich spiele auch Mundharmonika, habe beim Herrn Yasuo Watani
gelernt und später dann Workshops mitgemacht mit Steve Baker, David Barrett oder Joe Filisco. Und ja, dann ist die Mundharmonika einfach das Instrument, wo man dann wieder ganz andere Klänge spielen kann, aber es dreht sich doch wieder um die Musik. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, welche Musik ich am liebsten spiele oder welche mein Favorite ist. Von richtig Stimmungsmusik, Volkslieder singen mache ich unheimlich gern, weil da einfach von den Zuhörern so viel Emotionen rüberkommen, so viele Erinnerungen, die man dann als Musiker spürt. Also das finde ich auch sagenhaft. Aber genauso gut in der klassische Musik, Kammermusik mit dem Ensemble Art of Accordion oder eben Avantgarde, neue Musik. Habe auch einige Uraufführungen gespielt und auch dirigiert. Dann natürlich mit der Mundharmonika. Habe zwar beim Yasuo Watani angefangen mit der klassischen Mundharmonika, aber bin jetzt eigentlich immer mehr über zur Blues-Mundharmonika gekommen. Und ist natürlich auch wieder eine ganz andere Musikart, die mich immer wieder fasziniert. Also so einen richtigen Fokus auf eine Musikrichtung habe ich nicht. Ich kann mich und ich will mich eigentlich auch nicht festlegen. Und so, wer weiß, in 10 oder 20 Jahren, vielleicht sehe ich es dann ganz anders und habe dann was gefunden, wo ich mich richtig fokussieren kann, aber momentan ist es nicht so. Und ich liebe vor allem auch den Kontakt mit dem Publikum, aber auch den Kontakt mit anderen Musikern. Und freue mich einfach auf jede tolle Begegnung im zwischenmenschlichen Bereich, aber eben auch auf musikalische Art. Musik.